Ja, die Feuerwehr Kirchheim, Abteilung Stadtmitte, wurde um 14.37 Uhr zu einem gemeldeten PKW-Vollbrand alarmiert. Bei unserem Eintreffen an der Einsatzstelle bestätigte sich die Meldung, PKW älteren Baujahrs, Oldtimer-Kennzeichen, stand im Vollbrand. Da wurde umgehend die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr bzw. einem Schaumrohr eingeleitet und so konnten wir den Brand relativ schnell unter Kontrolle bringen. Die Löschwasserversorgung ist hier weniger das Problem. Wir haben in unseren Fahrzeugen genug Löschwasser vorrätig. Das Problem hier an der Einsatzstelle ist, dass die größere Menge Benzin ausgelaufen ist. Hier sind wir gerade dabei, die Kanaleinläufe zu schützen, dass dort nichts reinläuft. Konnten wir soweit auch verhindern. Momentan sind wir damit beschäftigt, das auslaufende Benzin an der Oberfläche abzuschöpfen bzw. abzusaugen und in Kanister oder entsprechende Behältnisse umzufüllen. Ja, heute habe ich Geburtstag und meine Frau hat gedacht, wir machen eine kleine Spritztour. Waren wir auf der Abaube, schöne Tour, vor 10 Minuten frisch getankt. Und auf der Weg, wir sind 5 Minuten von zu Hause jetzt weg, 6 Kilometer ungefähr. Und leider ist mein Auto explodiert. Hat sie aus der Motorhaube gewagt und hat zwei noch kleine Puffer gemacht. Und wir sehen das Feuer unter der Motorhaube angefangen, aus der Motorhaube zum Auskommen. Und haben wir sofort anhalten und ausstiegen. Das ist ein Chevrolet Corvette, 72er Baujahr, Cabriolet. Von der Baujahr gibt es nur 200. Jetzt über 2 Jahre restauriert. Von vorne nach hinten, unter Motor, alles komplett neu gemacht. Innen komplett ausgebaut und alles neu, elektrisch, alles komplett neu restauriert.